بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah weitermachen in unserer Reihe über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Letzte Woche haben wir über ein sehr einschneidendes und wichtiges und richtungsweisendes Ereignis gesprochen in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Ereignis, welches eine Wende gebracht hat, eine solch gewaltige Wende, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf dieses Ereignis Surat al-Fath herabsandte. Die Eroberung. Inna fatahna laka fathan mubina. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg gegeben. Welches Ereignis war das gewesen, was dieser offenkundige Sieg sein sollte? Über welches Ereignis sprachen wir letzte Woche? Über Al-Hudaybiyah, das Waffenstillstandsabkommen von Al-Hudaybiyah. In welchem Jahr fand dieses Abkommen statt? Wer weiß das noch? In welchem Jahr nach der Hijra fand dieses Abkommen statt? Genau, korrekt. Ja? Circa im sechsten Jahr fand das statt. Ja, zum Ende hin des sechsten Jahres. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte die Umrah vollziehen. Das war im Monat Dhul-Qa'da. Das war im Monat Dhul-Qa'da des sechsten Jahres nach der Hijra gewesen. Und wir haben darüber gesprochen gehabt. Und am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Vertrag ausgehandelt, der besagt, dass 10 Jahre lang Waffenstillstand herrscht zwischen den Muslimen und zwischen den Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte also erst einmal jetzt seine Ruhe gehabt. Die Muslime, sie haben ihre Ruhe gehabt. Vorher hatten sie immer wieder einen Feind, der sie versucht hat anzugreifen. Dieser Feind, der war jetzt neutralisiert gewesen. Oder der war jetzt sozusagen neutral gewesen. Er konnte nicht mehr angreifen aufgrund dieses Abkommens. Und jetzt, am Anfang des Jahres 7 nach der Hijra, wendet sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem großen Problem zu. Einem Problem, welches die Ursache für viele der Aggressionen gegen die Muslime gewesen ist. Einem Problem, was immer wieder dazu führte, dass gegen die Muslime gehetzt wurde. Und zwar wandte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khaybar zu. Was ist Khaybar? Khaybar ist eine Region, die circa 170 bis 200 Kilometer nördlich von Medina liegt. Ich habe heute mal im Navi nachgeschaut, insgesamt 173 Kilometer. Manche sprechen von um die 200 Kilometer, vielleicht verschiedene Rechnungen, aber Khaybar ist auch ein größeres Gebiet. Nördlich von Medina. Nicht südlich Richtung Mekka, sondern nördlich von Medina, Richtung Ascham, Richtung Syrien. Was war in Khaybar gewesen? In Khaybar gab es Festungen. Festungen, in denen ausschließlich jüdische Stämme lebten. Das an sich ist kein Problem gewesen. Das eigentliche Problem war, dass in diesen Festungen unter anderem auch viele der Stämme untergekommen sind und auch gerade Anführer dieser Stämme, welche vorher in Medina gelebt hatten und welche die Muslime verbannt hatten, aufgrund ihres Hochverrats, den sie begangen hatten. Unter anderem die Anführer des Stammes der Banu al-Nadir. Die Anführer des Stammes der Banu al-Nadir, ja, welche immer wieder mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, versucht haben, gegen die Muslime aufzuhetzen. Sie sind unter anderem
der Grund dafür gewesen, dass die Quraysh überhaupt im Jahre 5 nach der Hijra nach Medina marschiert sind mit einer Armee von 10.000 Menschen und Medina belagert haben. Und wäre nicht die Unterstützung Allahs gekommen, dann hätte es wahrscheinlich keinen Islam mehr gegeben. Sie sind unter anderem der Grund dafür gewesen, dass die Banu Qurayza, der letzte jüdische Stamm, der in Medina, der großen jüdischen Stämme, der in Medina verblieben ist, die ihn dazu gebracht haben, dass sie Hochverrat begehen und das Abkommen mit unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam brechen. Das heißt, sie haben alles daran gesetzt, um gegen die Muslime zu hetzen, um gegen die Muslime zu kämpfen. Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wir müssen diesem Übel ein Ende setzen. Weil wenn wir das nicht tun werden, dann wird es immer wieder Gefahren geben von Khaybar aus. Und Khaybar ist nicht weit entfernt, weniger als 200 Kilometer. Und sie werden immer wieder versuchen, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, gegen die Muslime vorzugehen und die Muslime direkt oder indirekt anzugreifen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jetzt wahrscheinlich im Muharram, das heißt im ersten Monat des 7. Jahres nach der Hijra, nach einigen anderen Gelehrten wie Al-Waqidi im Monat Safar oder Rabi' al-Awwal des 7. Jahres nach der Hijra, machten sie sich auf dem Weg Richtung Khaybar. Wer bekam davon mit? Die Wüstenaraber. Stämme, welche sich sonst nie beteiligt hatten an irgendetwas, welche eigentlich immer wieder zurückgeblieben sind, welche aber jetzt eine Chance sahen auf Beute, auf Kriegsbeute. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erlaubte ihnen nicht mitzukommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat hierüber auch Koran herabgesandt. Und zwar unter anderem auch ja, in Surat al-Fath, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, سَيَقُولُ المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Ich genau. ذرونا نتبعكم. Ich hab die Übersetzung jetzt hier. Genau. Surat al-Fath Nummer 15. Ja? Die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen, sagen, damit sind die Wüstenaraber gemeint, lasst uns euch folgen, indem sie Allahs abändern wollen. Und daraufhin antwortet Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen sagen soll, قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ. Sag, ihr werdet uns nicht folgen. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ. So hat Allah schon zuvor gesprochen. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا. Dann werden sie sagen, nein, vielmehr beneidet ihr uns. بَلْ كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Aber nein, sie verstehen ja nur wenig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, der uns etwas ganz Wichtiges aufzeigt. Nämlich was? Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nie Kriege geführt hat, um Beute zu erlangen. Das war nie das Ziel gewesen. Das werden wir gerade in dieser Schlacht von Khaybar immer wieder sehen. Immer wieder erinnert unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Muslime daran, worum es eigentlich geht. Normalerweise müsste jeder Feldherr, der einen Krieg unternehmen möchte oder eine Belagerung durchführen müsste, froh sein, wenn er verstärkt wird. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte ja nicht, dass Menschen dabei sind, die dies nur für die Dunya tun. Sondern er wollte Menschen um sich herum haben, welche es für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Eine sehr, sehr wichtige Lektion für jeden Einzelnen von uns. Was uns noch einmal aufzeigt, was die Philosophie des Dschihads im Islam ist. Es geht niemals darum, dass wir nach Beute streben oder dass wir versuchen, Geld zu machen und uns Vermögen anzueignen. Ganz im Gegenteil. Es geht immer um eine Sache. Es geht um die Verteidigung des Glaubens und es geht darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, unseren schönen Glauben kennenzulernen. Ich habe gestern im Dienstagsunterricht einen Vortrag gehalten über Abu Ubaidah ibn Jarrah. Und da habe ich ein sehr, sehr wichtiges Ereignis erwähnt gehabt. Und zwar Abu Ubaidah ibn Jarrah, er war der Gouverneur gewesen von Syrien. Und er ist ja auch derjenige, der Damaskus erobert hat. Und viele syrische Städte. Und als die Byzantiner in der Schlacht von Al-Yarmouk, das war glaube ich im Jahr 13 oder 14 nach der Hijra gewesen,
eine Riesenarmee zusammengestellt hatten, musste er einige der Städte, welche sie schon erobert hatten und bei denen sie mit den Einwohnern einen Vertrag abgeschlossen hatten, dass sie die Bewohner beschützen werden und hierfür eine Steuer nehmen, die sogenannte Jizya, hat er zu seinen Leuten gesagt, die verantwortlich waren für die jeweiligen Städte, lasst das Geld erst einmal bei euch und tut damit gar nichts. Und wenige Tage später sagte er zu ihnen, zahlt ihnen das Geld zurück, was wir von ihnen genommen haben. Aus welchem Grund? Weil wir hatten mit ihnen einen Vertrag. Und dieser Vertrag war, dass wir sie beschützen werden und sie uns dafür eine Steuer zahlen. Aber da wir sie nicht beschützen können gegenüber ihrem Feind, zahlen wir ihnen dieses Geld vollständig zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Die Muslime waren keine Eroberer gewesen, die einfach irgendwelche wildfremden Länder erobert haben, um nach Geld und Vermögen zu streben. Es waren Menschen gewesen, die eine klare Botschaft hatten. Es mag sein, dass später in der späteren Geschichte es Feldherren gab und Herrscher gab, die andere Intentionen hatten. Aber grundsätzlich, gerade diese ersten Generationen hatten eine einzige Intention, nämlich die Barmherzigkeit des Islams den Menschen bekannt zu machen. Nicht einmal zu missionieren oder sie zu etwas zu zwingen oder Druck auszuüben, es nur einfach bekannt zu machen, damit die Menschen den Islam kennenlernen können. Das ist alles. Und das sehen wir sehr, sehr schön jetzt auch bei der Schlacht von Khaybar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Khaybar nicht einfach so angegriffen, sondern er hat Khaybar angegriffen als eine Art Prävention, um sich zu schützen, weil sie zuvor immer wieder gegen die Muslime gehetzt haben. Es war also eine Notwendigkeit gewesen für die Muslime. Aber er hat nur jene mitgenommen, welche auch wirklich aufrichtige Muslime gewesen waren und welche verstanden haben, worum es geht bei dieser Angelegenheit. Es geht nicht um Beute. Die Beute kann kommen, aber das ist nicht das Ziel. Das eigentliche Ziel ist es, sich für seinen Glauben einzusetzen und etwas für Allah zu tun und die Barmherzigkeit des Islams zu verbreiten. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen verboten, sich daran zu beteiligen. Wer nahm jetzt daran teil? Und zwar all diejenigen, die auch schon bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyah anwesend gewesen sind. Insbesondere diejenigen, und es waren eigentlich alle gewesen, die mitgewesen waren, welche dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Treueeid geschworen hatten unter dem Baum. Ihr könnt euch erinnern, ja, wir hatten gesagt, über 1400 der Sahaba haben dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam tachta shajara, unter dem Baum, den Treueeid geschworen. All die durften mitkommen. Und noch ungefähr 200 andere Leute, von denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste, dass sie aufrichtig sind. Und deswegen die Armee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam betrug ca. 1500 bis 1600 Mann. Und die meisten von ihnen waren diejenigen, die schon bei Al-Hudaybiyah anwesend gewesen waren. Und jetzt macht sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Weg nach Khaybar. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, bevor er überhaupt nach Khaybar ging, schon versprochen gehabt, dass er Beute erlangen wird. Und dass er einen großen Sieg erlangen wird, bevor der größte Sieg kommen wird, nämlich die Eroberung von Mekka. Hört euch mal an, was Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam versprach, noch als er in Hudaybiyah gewesen ist, bei dem Abkommen, und nicht dem Abkommen, bei dem Treueeid, den die Sahabe ihm geschworen haben, Bay'atul Ridwan. Und zwar sagt Allah ta'ala in Surat Al-Fath, alles in Surat Al-Fath. Wir haben den Vers schon letztes Mal gelesen und dann der darauffolgende Vers deutet auf die Eroberung von Khaybar hin. لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah hatte ja wohlgefallen an den Gläubigen. إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ. Als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Er wusste, was in ihren Herzen war. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Und belohnte sie mit einem nahen Sieg, die Eroberung von Mekka. Und jetzt? وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. Und viel Beute, die sie machen werden. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Und Allah ist allmächtig und allweise. Und die Mufassirun, die Koran-Exegeten, die gehen davon aus, dass mit dem Fetch, was gemeint ist, die Eroberung von Mekka. Und mit den Maghanim Kathira, die sozusagen die Beute, die zahlreiche Beute ist, was gemeint?
die Eroberung von Khaybar. Also Allah Ta'ala prophezeit dies unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jetzt auf den Weg mit seiner Armee Richtung Khaybar. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Heuchler in Medina und an deren Spitze Abdullah ibn Ubay ibn Salul schon eine Nachricht geschickt an die Leute in Khaybar. Aber sie sagten zu ihnen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Trotzdem machten sie sich Sorgen und sie haben mit ihrem Verbündeten eines arabischen Stammes, den sogenannten Banu Ghatafan, ein Abkommen geschlossen. Was war dieses Abkommen gewesen? Dieses Abkommen war gewesen, ihr unterstützt uns, sollte Mohammed mit seiner Armee unsere Städte belagern, unsere Festungen belagern und ihr bekommt dafür als Gegenleistung was? Die Hälfte unserer Einnahmen. Was für Einnahmen? Was war Khaybar gewesen? Khaybar waren mehrere Festungen gewesen. Aber nicht schon das. Um diese Festungen herum gab es riesen Dattelplantagen. Khaybar war unglaublich fruchtbares Land gewesen. Unglaublich fruchtbares Land. Und sie hatten Erträge, die man sich nur erträumen konnte. Und es gab sehr viele Festungen, insgesamt 8 Festungen, das waren die Hauptfestungen, es gab noch kleinere Festungen. Und diese Festungen hat man nochmal unterteilt in 2 Bereiche. Einmal 5 Festungen und dann 3 Festungen. Wir kommen gleich noch auf die Namen dieser Festungen zu sprechen, inshallah ta'ala. Und auf jeden Fall haben sie unglaubliche Erträge gehabt und sie haben dem Banu Ghatafan gesagt, wenn ihr uns schützt, dann werden wir euch für ein ganzes Jahr die Hälfte all unserer Erträge geben. Und sie stimmten zu. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jetzt auf den Weg. Wir kommen gleich zu dem Banu Ghatafan noch einmal zu sprechen, inshallah ta'ala. Auf dem Weg Richtung Khaybar haben die Sahaben die ganze Zeit Takbir gemacht. Allahu Akbar gerufen. Und sie haben es mit einer sehr, sehr lauten Stimme getan. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen sprach und sagte, Arubi'u ala anfusikum, etwas langsamer, innakum la tad'un, etwas leiser, innakum la tad'un asamma wa la ra'iba, ihr bittet nicht jemanden und ruft nicht jemanden, ja, der nicht anwesend ist und der taub ist, innakum tad'un sami'an qariba, vielmehr bittet ihr jemanden, der allhörend ist und der nahe ist. Macht Takbir aber immer in einer schönen Weise ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch. Ja, eine ganz wichtige Lehre für uns Muslime, ja, wie wir auch mit Freude umgehen. Sie waren völlig motiviert, sehr motiviert gewesen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihnen gezeigt, dass auch wenn man motiviert ist, ja, dass man deswegen nicht laut schreien muss. Selbst wenn es der Takbir ist. Man soll das nicht übertreiben. Man soll seine Emotionen unter Kontrolle haben. Selbst in solch einer Situation der Freude, einer Situation des Motiviertseins, hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt, das Mittelmaß zu wahren. Und er hat den Sahabe eine sehr, sehr wichtige Lehre erteilt und somit nicht nur den Sahabe, sondern jeden Einzelnen von uns. Auf dem Weg dorthin hat einer der Sahabe in der Nacht ein sehr, sehr schönes Gedicht aufgesagt, um die Muslime etwas zu motivieren. Und zwar Salama ibn al-Aqwa. Und er, Entschuldigung, nicht Salama, sondern Amr ibn al-Aqwa. Amr ibn al-Aqwa. Und auf jeden Fall sagte er ein sehr, sehr schönes Gedicht auf. Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna faghfir fidaan laka mattaqayna wa thabbit al-aqdama in laqayna wa alqiyanna sakinatan alayna inna idha siha bina abayna. Ja, also übersetzt heißt es, O Allah, wäre es nicht du, dann hätten wir, wären wir weder rechtgeleitet worden, noch hätten wir gespendet, noch hätten wir gebetet. So vergib uns, ja, so vergib uns, ja, fida'an laka, wir sind bereit, uns für dich zu opfern, mattaqayna, solange wir Taqwa und Gottesfurcht haben, und festige unsere Füße, wenn wir auf den Feind treffen, und lass Sakina auf uns herab, die innere Ruhe auf uns herab, wir sozusagen, wenn wir aufgerufen werden, ja, dann sind wir da und sind standhaft.
Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese verschiedenen Worte hörte, fragte er, wer ist dieser Mann, der dieses Gedicht aufsagt? Woraufhin sie sagten, Amr ibn al-Abqa. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Yarhamuhullah, möge Allah sich seine erbarmen. Und dann sagte ein Mann von den Männern, die das gehört haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, Wajabat ya Nabiyallah, laula anta'ata Nabi. Was heißt das? Es ist zur Pflicht geworden. Also das, was du gesagt hast, das wird passieren, o Gesandter Allahs. Hättest du uns doch noch ein bisschen Zeit mit ihm gegeben, sodass wir seine Worte genießen können. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und zwar wussten die Sahaben, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Dua ausspricht, etwas sagt, dann passiert das auch. Und wenn der Prophet sagt, Yarhamuhullah, was sagt, zu wem sagt man Allah Yarhamuh? Zu jemandem, der gestorben ist. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Yarhamuhullah, dann bedeutet das nichts anderes, als dass er bald sterben wird und bald zu seinem Schöpfer zurückkehren wird. Und das wussten die Sahaben. Und subhanallah, ja, er sollte auch wirklich in dieser Schlacht sterben. Und einer der ersten sein, die in dieser, einer der wenigen sein, ist ungefähr 18 oder 19 gestorben während der Schlacht von Khaybar. Und er sollte einer dieser 18 oder 19 sein, welche zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt sind. Das ist das Dua unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich Dua für Rahma, ja, aber das Dua unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam wird immer in einer Weise erhört. Aber das Schöne an diesem Gedicht ist Folgendes. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder verinnerlichen müssen. Und zwar sagt er, Allahumma laula anta mahtadayna. O Allah, wäre es nicht du, dann würden wir niemals recht geleitet sein. Noch würden wir spenden, noch würden wir beten. Das ist die Einstellung eines Muslims, die er immer haben sollte. Dass ich weiß, wenn ich eine gute Tat vollziehe, dann bin ich dankbar. Weil ich diese gute Tat nicht hätte vollziehen können, wenn Allah Ta'ala mir nicht die Kraft dazu gegeben hätte. Und deswegen, eine gute Tat führt bei einem Muslim immer zu einer weiteren guten Tat. Und das ist welche? Den Schukr. Immer dann, wenn ich als Muslim etwas Gutes tun kann, bin ich dankbar. Und diese Dankbarkeit führt wohin? Oder wozu? Sie führt dazu, dass ich wieder eine gute Tat tue. Was sagt Allah Ta'ala im Koran? وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ. Und wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Und deswegen, wenn du etwas Gutes tust mit Allahs Unterstützung, werde nicht hochmütig. Und das ist eine gefährliche Krankheit. Eine sehr, sehr gefährliche Krankheit. Die viele Menschen, religiöse Menschen haben. Im Allgemeinen, nicht nur Muslime, auch andere. Christen, Juden, weiß ich nicht, was noch für Religion. Ja? Eine schlimme Krankheit, dass ich als religiöser Mensch, der religiös ist, glaube, dass ich das selbst bewirkt habe. Durch meine Taten. Und dadurch hochmütig werde und anfange, mich über andere zu stellen. Pass auf, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Nur weil du praktizierst, hast du noch lange nicht das Recht, dich über andere zu stellen. Und denke immer an diese Worte von Amr ibn al-Aqwa, der uns aufgezeigt hat, dass Allah derjenige ist, der uns zu den guten Taten leitet. Und deswegen bitte immer wieder Allah Ta'ala darum, dass er es dir leicht macht, gute Taten zu vollziehen. Wenn du das Gefühl hast, ja, dass du ein bisschen schwach geworden bist in deinem Iman. Wenn du das Gefühl hast, dass es nicht mehr so klappt mit dem Gebet, dass du Khushu' im Gebet hast, dass du geiziger geworden bist, dass dein Iman schwach geworden ist, was solltest du dann tun? Du solltest dich Allah zuwenden und ihm bitten, dass er es dir leicht macht. Weil Allah ist die Quelle der Hidayah. Allah ist die Quelle der Hidayah. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Innaka la tahdi man ahbabt. Du kannst nicht recht leiten, wen du liebst. Walakin Allah yahdi man yasha. Sondern Allah ist es, der recht leitet, wen er möchte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er begibt sich jetzt, wie gesagt, Richtung Khaybar mit seiner Armee. Und sie kommen jetzt an eine Stelle, wo es mehrere Wege gibt, die zu Khaybar führen. Und der Dalil, das heißt der Führer der Muslime, der ihnen den Weg aufgezeigt hat, und sie haben versucht, von Norden zu kommen. Sie kamen ja aus dem Süden, aber sie haben versucht, von Norden zu kommen, um die Juden in Khaybar von Norden aus zu überraschen. Sie kamen an einen Scheideweg, wo es mehrere jetzt Wege gab, die zu Khaybar führten. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie heißt der Weg? Und er sagte dann bei dem ersten Weg, dieser Weg
heißt Hasan. Was heißt Hasan? Trauer oder Husn, Trauer. Und dann nannte er den anderen Weg und er meinte, dieser Weg heißt Shash. Ich keine Ahnung, was Shash ist, aber wahrscheinlich auch irgendein schlechter Name. Und dann nannte er wieder einen anderen Weg und er nannte es Hatab. Hat ihm auch nicht gefallen, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann blieb nur noch ein Weg übrig und er fragte, wie heißt dieser Weg? Und er sagte, Marhab. Das heißt Marhab. Willkommen. Und dann wählte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Weg. Was bedeutet das? Wir hatten das letzte Woche schon gesagt gehabt. Und zwar immer dann, wenn du als Muslim die Wahl hast, etwas zu tun. Und dann hast du eine Sache, die dich optimistisch stimmt. Und eine andere Sache, die dich eher pessimistisch stimmt, dann solltest du als Muslim das wählen, was dich optimistisch stimmt. Und das hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan. Immer wieder. Al-Fa'l ist dieser Optimismus. Dass wenn er einen schönen Namen gehört hat, dass er damit auch etwas Schönes verbunden hat. Könnt ihr euch erinnern an das Abkommen von Al-Hudaybiyah? Da gab es auch so eine Situation, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt hat, dass diese Namensgebung eine wichtige Rolle spielt und ein Mensch auch optimistisch stimmen kann. Und häufig auch der Name wirklich zutrifft auf die Person. Ja. Ja, richtig. Und zwar schickten die Quraysh einen Mann mit dem Namen Suhail. Und Suhail heißt was? Leicht, Leichtigkeit, Verniedlichung. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ. Ja, eure Angelegenheit ist leicht geworden. Optimismus ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit unserer Religion. Ja, daraus kann man keine Ahkam ziehen, also keine Rechtsnormen ziehen. Ja, aber wenn es etwas ist, was kommt, ja, dann kann ich das als ein positives Zeichen werten. Und genau das hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gemacht und hat immer wieder uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, ja, dass wir auch diesen Fa'l, diesen Optimismus in unserem Leben immer wieder umsetzen. Und jetzt kommen die Muslime vor der ersten Festung an. Vielleicht nochmal zu Khaybar, bevor wir jetzt weitermachen, inshallah. Der Name Khaybar bedeutet in der damaligen jüdischen Sprache Festung. Und deswegen nannte man das auch Khayabir. Khayabir ist der Plural von Khaybar, das heißt die Festungen. Weil nämlich all das, aus was, also ihre Wohnstätten bestanden aus Festungen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Juden in Khaybar. Wie gelangten überhaupt die Juden auf die arabische Halbinsel? Das hatten wir schon mal besprochen gehabt, ja, indirekt. Aber es gibt da verschiedene Meinungen. Aber Allahu alam, eine der, sage ich mal, Meinungen, die historisch durchaus Sinn machen, ist, dass nach der Vertreibung der Juden, ja, sozusagen kurz nach Christus unter Nebukadnezar, der zweiten Vertreibung, sich die Juden überall in der Welt verbreitet hatten. Unter anderem auch wo? Im Jemen. Und dort blieben sie auch lange Zeit, noch vor dem Islam. Und einige von ihnen haben sich dann wahrscheinlich im Jahr 300 bis 400 nach Christus auf dem Weg nach Yathrib gemacht und sich dort niedergelassen und sich auch unter anderem in Khaybar niedergelassen mit anderen arabischen Stämmen. Die Aus und die Khazraj stammen ursprünglich auch aus dem Jemen. Das heißt, sowohl die Juden, ja, die jüdischen Stämme, die Banu Qaynuqa, die Banu Nadir, die Banu Qurayza, als auch die arabischen Stämme, Al-Aus und Al-Khazraj, stammen wahrscheinlich ursprünglich alle aus dem Jemen und haben sich fast zeitgleich dort niedergelassen. Und deswegen gab es auch immer wieder Konflikte zwischen den arabischen Stämmen und zwischen den jüdischen Stämmen, auch schon in der vorislamischen Zeit. Und auf jeden Fall, in Khaybar haben sich auch jüdische Stämme niedergelassen. Und sie hatten dort ihre Festungen. Und die Art und Weise, wie sie ihre Festungen gebaut haben, deutet auch darauf hin, dass sie wahrscheinlich aus dem Jemen stammen. Und die Art und Weise, Festungen zu bauen, kannten nur die jüdischen Stämme. Die arabischen Stämme kannten so etwas nicht. Und das werden wir auch jetzt, insha'Allah ta'ala, sehen bei der Schlacht von Khaybar. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt bei Khaybar an, vor der ersten Festung. Diese Festung hieß Na'im. Diese Festung hieß Na'im. Das war der Name der Festung, war eine der größten Festungen gewesen. Bevor der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dort ankam, machte er zunächst erst einmal ein Dua. Das Dua, was man immer machen sollte, wenn man eine neue Stadt besucht. Wie lautet dieses Dua? Kennt jemand dieses Dua, was man aufsagen sollte, wenn man in eine neue Stadt kommt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machte dieses Dua, was nochmal ganz, ganz wichtig ist, ja, und uns aufzeigt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer
egal was er getan hat, das mit Dua verbunden hat und auch nicht alle über einen Kamm gescheitert, sondern sowohl das Gute als auch das Schlechte bei einem Volk gesehen hat. Und wusste, dass es in jedem Volk Menschen gibt, die gut sind und in jedem Volk Menschen gibt, die schlecht sind. Was ist dieses Dua? Ich kenne es niemals, es steht auf dem Hisn al-Muslim. Allahumma rabba as-samawati as-sab'i wa ma adlan. O Allah, du Herr der sieben Himmel und was sie beschatten. Wa rabba al-aradin as-sab'i wa ma aqlan. Und du Herr der sieben Erden und was sie tragen. Wa rabba al-riyahi wa ma dharain. Und o du Herr der Winde und was sie sozusagen dharain, was sie verwehen. وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْ. Und o du Herr der Satane und was sie alles in die Irre führen. Allah ist der Herr auch des Shaitans. Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-qarya. O Allah, ich bitte dich um das Gute dieser Stadt. وَخَيْرَ أَهْلِهَا. Und um die guten Menschen in ihr. وَخَيْرَ مَا فِيهَا. Und um das Gute in dieser Stadt. Subhanallah, er geht jetzt zu wem? Zu einem Feind. Und trotz alledem macht er dieses Dua, um uns aufzuzeigen, überall gibt es Gutes. Ist nicht alles schlecht. Kann nicht alle über einen Kamm scheren. Sind nicht alle gleich. Überall auf der Welt gibt es Gute und es gibt schlechte Menschen. Was machen wir heutzutage? Wir pauschalisieren. Auch wir Muslime machen das sehr, sehr häufig. Wir lassen uns auf diesen Diskurs ein, den uns Rechtsextremisten und andere Extremisten vormachen. Alle Muslime sind schlecht. Alle Muslime sind was? Alle Muslime sind Terroristen. Automatisch. Und viele Muslime lassen sich darauf ein und machen es umgekehrt. Alle Deutschen sind Nazis. Ja, alle Deutschen sind weiß ich nicht was. Ja, sind so alles Nazis, sobald man ein Problem hat. So etwas kennt der Islam nicht. Schau mal, bei einer Schlacht. Es geht hier was um die Eroberung. Ja? Und trotzdem sieht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas, das Gute zuerst auch noch. Und dann, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten dieser Stadt. وَشَرِّ أَهْلِهَا. Und den schlechten Menschen in ihr und ihren schlechten Bewohnern. وَشَرِّ مَا فِيهَا. Und dem Schlechten, was in ihr ist. Das ist die Einstellung des Muslims. Zu differenzieren und nicht zu verallgemeinern. So sollten wir als Muslime immer sein. Ich weiß, das kommt nicht gut an. Und ich weiß auch, wenn du pauschalisierst und verallgemeinerst, kriegst du beispielsweise als YouTuber oder weiß ich, viel mehr Beifall. Kriegst viel mehr Einschaltquoten. Ja? Leute schließen sich dir an. Aber am Ende ist es trotzdem falsch, das ist nicht richtig. Nur weil es viele mögen, heißt es nicht, dass es deswegen richtig ist. Das ist eine Sache, die wir verstehen müssen als Muslime. Und welche uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgemacht hat. Kommen die Muslime an. Die Juden sind völlig überrascht. Sie wussten, es kommt wahrscheinlich ein Angriff. Sie haben ja davon gehört. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geschehen wird. Und jetzt nochmal zu den Banu Ghatafan. Was ist mit denen eigentlich? Wollten sie nicht den Juden helfen? Von Khaybar? Ursprünglich ja. Sie hatten eine Abmachung gehabt. Aber was geschah? Und zwar, die Muslime hatten sich in der Nähe der Wohnstätten der Banu Ghatafan niedergelassen auf ihrem Weg nach Khaybar. Und irgendwie muss das Runde gemacht haben. Und zu den Ohren der Banu Ghatafan, der Armee, die eigentlich die Khaybar unterstützen wollten, ist gekommen, dass Mohammed und seine Armee die Banu Ghatafan angegriffen haben, obwohl das gar nicht der Fall gewesen war. Und sie kehrten zurück, um ihre Familien zu beschützen. Und somit waren jetzt die Juden von Khaybar auf sich allein gestellt. Die Muslime kamen an, 1500, 1600 Mann. Ist keine Riesenarmee, aber für damalige Verhältnisse ist schon groß. Und es war das Morgengebet gewesen, also nach dem Morgengebet. Und die Leute gingen zur Arbeit auf die Dattelplantagen, hatten ihre Äxte bei sich, ihr Arbeitsmaterial. Und dann sahen sie die Armee und sie sagten, Muhammad, wallahi, Muhammad, wal Khamis. Da kommt Muhammad und seine Armee. Da kommt Muhammad und seine Armee. Und kehrten zurück zu ihren Festungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rief dann aus, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar ist sozusagen zugrunde gegangen. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Khaybar ist zugrunde gegangen. Inna idha nazalna bisahati qawmin fasa'a sabahul munzirin.
Wenn wir ja, zu einem Volk gehen, also um es anzugreifen, ja, so wie schlecht ist der Morgen der Gewarnten? Wie schlecht und wie schlimm ist der Ausgang der Gewarnten? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich an einer Stelle niedergelassen mit seiner Armee. Und jetzt kommt eine Person, von der wir schon mal gehört hatten. Und zwar bei der Schlacht von Badr. Da gab es einen Mann, der hatte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt gehabt, dass der Ort, wo er sich niedergelassen hat, nicht der richtige ist. Weiß noch jemand von euch, wie dieser Mann hieß? Der dem Propheten sagte, O Gesandter Allahs, ist es hier ein Ort, den Allah für dich bestimmt hat, oder ist es deine eigene Meinung? Wie hieß nochmal dieser Sahabi? Ah, eine Quizfrage. Weiß es jemand von den Schwestern vielleicht, wie hieß dieser Sahabi? Al-Hubab ibn al-Munzir. Al-Hubab ibn al-Munzir. Und auch jetzt kommt wieder Al-Hubab ibn al-Munzir. Er war ein kriegserfahrener Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte zu ihm wieder dasselbe, Ya Rasulallah, أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو رأيه في الحرب؟ Und gesagt, das ist jetzt eine Offenbarung, die Allah für dich festgelegt, dass du hier dich niederlassen sollst? Oder ist es vielmehr deine eigene Meinung in Bezug auf den Krieg? Und er meinte, das ist meine eigene Meinung. Schaut mal, wie bescheiden der Prophet war, sallallahu alaihi. Dass ein einfacher Mann zum Propheten kommen konnte und ihn sagt, so, sag mal, was sagst du eigentlich dazu? Ist es deine eigene Meinung oder ist es von Allah? Der Prophet ist nicht sauer geworden, hat sich aufgeregt, wie kannst du es wagen, meine Meinung in Frage zu stellen? So hat ihm zugehört. Was für eine Bescheidenheit. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Aber hat ihm diese Bescheidenheit geschadet? Oder hat sie seine Position gemindert, sallallahu alayhi wa sallam, oder vielmehr erhöht? Vielmehr erhöht. Guck mal, wie wir heute darüber reden. Und deswegen, unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, was hat er uns gelehrt? Er hat uns gelehrt, dass derjenige, der für Allah bescheiden ist, Allah Ta'ala ihn erhöhen wird. Merkt ihr das? وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ Keiner ist bescheiden für Allah. Für Allah ganz wichtig. Außer, dass Allah ihn erhöht. Du denkst, du machst dich klein, weil du bescheiden bist. Nein. Wenn du es für Allah tust, sei dir sicher, Allah wird dich erhöhen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auf diese Tatsache geschworen. Also, schaut mal, wie bescheiden unser Prophet war, und das gehört zu einer seiner wichtigsten Eigenschaften, auf die wir heute stolz sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam solch ein bescheidener Mann gewesen ist. Und er meinte, das ist meine eigene Meinung. Ya Rasulallah, inna hadha al-manzila qaribun jidda min hisni al-nata. Gesandter Allahs, der Ort hier, wo du dich niedergelassen hast, der ist sehr, sehr nah an der Festung Nata, ist eine dieser Festungen gewesen. وَجَمِيعِ مُقَاتِلِ خَيْبَرَ فِيهَا Und alle Kämpfer der Khaybar in dieser Festung. Und sie kennen unsere Situation. Und wir kennen ihre Situation nicht. Und sie haben Pfeile, mit denen sie uns erreichen können. Aber unsere Pfeile werden sie nicht erreichen, weil sie von der Festung ausschießen. Ja? Und wir sind dementsprechend nicht sicher. Und er hat daraufhin den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überzeugen können, woraufhin der Prophet sagte, voller Bescheidenheit, الرَّأْيُ مَا أَشَرْتْ Deine Meinung ist die richtige Meinung. Und er hat den Ort gewechselt. Allahu Akbar. Nabiyu Rahma ist der Prophet der Barmherzigkeit. Nabiyu Tawadu' der Prophet der Bescheidenheit. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und auf jeden Fall unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jetzt bereit. Und sie mussten, das dürfen wir nicht vergessen, jetzt mehrere Festungen einnehmen. Und sie hatten überhaupt keine Erfahrung damit gehabt. Das heißt, das ist das erste Mal, dass die Muslime gegen Menschen kämpfen, die eine Festung haben. Das war nicht einfach gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich bereit, und sie haben dann auch mehrere Tage die verschiedenen Festungen dann versucht zu belagern. Und nach einiger Zeit hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann gesagt, La u'tiyanna ar-ra'yat ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu. Ich werde morgen einem Mann das Banner geben, der Allah und seinen Gesandten liebt und den Allah und sein Gesandter liebt. Ah, subhanallah. Und am nächsten Morgen haben sich alle gewünscht, diese Person zu sein. Er liebt Allah. Was für ein Zertifikat, was für eine Auszeichnung. Ein Mann, der Allah und seinen Gesandten liebt und den Allah und seinen Gesandten lieben.
Ich meine, das Erste, okay, viele von uns lieben Allah und den Gesandten, aber umgekehrt, dass du weißt, dass Allah dich liebt und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dich liebt. Was für eine Auszeichnung. Jeder der Sahabe wünschte sich am nächsten Morgen, dass dein Name gerufen wird. Sogar Umar ibn Khattab, er sagte, ich habe mir nie gewünscht, das Banner zu bekommen, außer an diesem Tag. Da habe ich es mir gewünscht, da wollte ich unbedingt diese Person sein. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann nach Ali ibn Abi Talib ausrief. Und dann sagten sie, Ali ist krank in seinem Zelt, sein Auge ist entzündet. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf bestand, dass er zu ihm kommen sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nahm seinen edlen Speichel und er rieb ihn in das Auge von Ali ibn Abi Talib, sodass die Entzündung sofort weg gewesen war. Ein Wunder von Allah. Ein Wunder von Allah, welches er unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab. Und er drückte ihm dann das Banner in die Hand. Und jetzt sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm Folgendes. Eine Bestätigung dessen, was wir am Anfang gesagt hatten. Er sagte zu ihm, Unfuz ala rislik. Geh sozusagen mit Rislik sozusagen langsam und bedacht vor und begebe dich Richtung dieser Festung. Hatta tanzila bi sahatihim, bis du vor der Festung bist. Thumma ad'uhum ila al-islam. Und dann ruf sie zum Islam auf. Lad sie zum Islam ein. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah fi. Und berichte ihnen darüber, was das Recht Allahs ihnen gegenüber ist, wenn sie den Islam annehmen. Und jetzt sagt dir der Prophet Folgendes. فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Weil bei Allah, wenn Allah durch dich jemanden zum Islam führt, ist dies besser für dich als rote Kamele. Als das teuerste Gut, was die Araber besaßen. Das sagte der Prophet wann, in welchem Kontext? Wir kennen den Hadith alle, aber in welchem Kontext sagte er das? Im Kontext einer Belagerung. Gegen einen gewaltigen Feind, von dem eine gewaltige Gefahr ausging. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte ihm noch einmal klar, worum es eigentlich geht. Warum machen wir das Ganze? Wir tun das nicht für Kriegsbeute, wir tun das nicht, um reich zu werden. Wir tun es aus einem einzigen Grund. Um die Barmherzigkeit des Islams zu verbreiten, damit die Menschen zu Allah finden. Das ist die Grundintention, das ist das eigentliche Ziel, worum es geht. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, der die Aufgabe hatte, eine Festung einzunehmen, um ihn nochmal klarzumachen, warum machst du das? Du tust das nicht, wie die Araber es damals getan haben, es war gang und gäbe gewesen, einfach nur für Kriegsbeute. Du tust das aus einem Grund, und zwar für Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, er machte sich jetzt auf den Weg, und jetzt sollte es zu einem Zweikampf kommen, einem gewaltigen Zweikampf, der in die Geschichte eingegangen ist. Und zwar gab es in dieser Festung einen Mann, der von dem Menschen als König bezeichnet wurde. Das war ein Kriegsheld gewesen. Dieser Mann hieß Marhab oder Mirhab, ich habe beides gehört. Und er kam hinaus in seiner Rüstung und er sagte, wer von euch ist bereit, gegen mich zu kämpfen? Woraufhin dann zunächst erst einmal einer der Muslime sich ihm stellte und sie gegeneinander, und zwar dieser Amir ibn Aqwa, der dieses Gedicht aufgesagt hat, deswegen war er einer derjenigen, die gestorben sind, ich kann euch erinnern, ja, aber keine Chance hatte gegen Marhab. Er hat ihn getötet. Und Marhab stellte sich jetzt noch einmal vor und sagte, wer von euch ist bereit, gegen mich zu kämpfen? Und wer stellte sich ihm jetzt? Wer stellte sich ihm jetzt? Ali ibn Abi Talib, der Anführer, er sagte, ich. Marhab hat jetzt noch einmal angegeben und er hat gesagt, keiner kann gegen mich ankommen. قَدْ عَلِمَتْ قَيْبَرْ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَرٌ مُجَرَّبُ. Ja, Khaybar kennt mich, ja. Keiner hat eine Chance gegen mich, jetzt frei übersetzt. Ich bin Marhab, ja. Ein erfahrener Krieger, ein erfahrener Kriegsheld.
Und jetzt kommt Ali ibn Abi Talib, der natürlich um einiges jünger war. Und er sagte dann zu ihm, أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّ حَيْدَرَ كَلَيْثِ غَابَاتِ كَرِيهِ الْمَنْظَرَ Allah! Ich bin derjenige, den meine Mutter Haider genannt hat. Also, Haider heißt was? Löwe. Ja? Haider heißt Löwe. Ich bin derjenige, den meine Mutter Haider genannt hat. Wie ein Löwe in einem Wald, der gefährlich aussieht. Ja, das war damals so üblich gewesen, dass man sich ja erstmal mit Worten einen starken Abtausch gegeben hat. Ja, wie heutzutage Rapper, ja, hat man das damals gemacht, denn vor sozusagen dann einem Kampf. Und dann hat Ali ibn Abi Talib gegen ihn gekämpft und subhanallah, er hat ihn besiegt. Kann man sich vorstellen, wie sich die Muslime gefühlt haben. Der Kriegsheld der Juden von Khaybar wurde besiegt von Ali ibn Abi Talib. Und einer der Juden, er schaute hinaus und er sagte, wer bist du? Und er sagte, ich bin Ali ibn Abi Talib, woraufhin er sagte, Alautum wa ma unzila ala Musa. Bei Allah, ihr wurdet erhoben, weil Ali kommt ja von Höhe. Ja? Und bei dem, was auf Musa alayhi salam herabgesandt worden ist. Und subhanallah, sie haben es dann auch wirklich geschafft, diese Festung einzunehmen. Und es wurde dann eine Festung nach der anderen eingenommen. Zunächst erst einmal die Festung, ja, Na'in. Dann die Festung As-Sab. Und immer wenn sie eine Festung eingenommen haben, geschah was? Sind die Bewohner dieser Festung geflohen und in die nächste Festung geflüchtet und haben sich dort verbarrikadiert. Und jedes Mal mussten die Muslime von Neuem diese Festung belagern. Es war keine einfache Angelegenheit gewesen. Und bei der dritten Festung war es so gewesen, dass die Muslime keinen Proviant mehr hatten. Und einige der Muslime kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja Rasulallah, ja, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr zu essen, wir haben nichts mehr zu trinken, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Dua ausgesprochen hat, dass Allah ta'ala sie zum Sieg führen solle gegenüber einer Festung, wo sie wieder Proviant haben. Und genau das sollte geschehen, sodass sie dann eine Festung eingenommen haben, in der sie einen ganzen, für die ganze kommende Zeit gegenüber ausreichend Proviant hatten für die anderen Festungen und für die Belagerung der anderen Festungen. Die Muslime haben also die Festungen eingenommen. Das waren einmal die Festung Na'im, einmal die Festung As-Sa'b, einmal die Festung As-Zubayr, einmal die Festung Ubay und einmal die Festung An-Nizar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er jetzt all diese Festungen eingenommen hat, hat er von den Menschen verlangt in diesen Festungen, dass sie die Festungen verlassen können. Und dass sie vertrieben werden, dass sie nur das mitnehmen können, was sie tragen können an Kleidung, aber alles andere zurücklassen sollen und damit aber was bekommen? Ja, ihr Leben und ihre Familie und ihre Kinder. Aber sie sollen Khaybar verlassen. Diese Abmachung wurde gemacht, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat kurz darauf diese Abmachung selbst geändert. Aus welchem Grund? Und zwar einige der Juden kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, ja, wir wissen, dass ihr Khaybar eingenommen habt, aber ihr habt keine Erfahrung darin, diese ganzen Dattelplantagen selbst zu verwalten und selbst zu bewässern und zu bewirtschaften. Wir sind diejenigen, die sich auskennen. Und deswegen lasst uns doch hier, wir bleiben hier mit unseren Familien. Wir werden weiterhin diese Dattelplantagen bewirtschaften und ihr bekommt dafür als Gegenleistung von uns was? Die Hälfte der Ernte. Die Hälfte der Ernte jedes Jahr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich darauf eingelassen, sodass dann am Ende die Juden dort bleiben konnten und sie sich darauf geeinigt haben, dass die Hälfte der Ernte dann abgegeben wird. Es gab ungefähr, wie viele Leute sind das gewesen, von den Muslimen 17 bis 18, welche gestorben sind. Und von den Juden circa über 80, ich habe jetzt nicht gerade die genaue Zahl vor mir, welche in dieser Schlacht gestorben sind. Und einer derjenigen, der gestorben ist, ist der Ehemann von Safiyya bint Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab ist einer der Anführer der Banu an-Nadir gewesen, der nach Khaybar ausgewandert ist und der auch immer wieder gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehetzt hat. Seine Tochter hieß Safiyya.
Sie war frisch verheiratet gewesen, ihr Mann ist aber bei der Belagerung ums Leben gekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte sie vorgestellt bekommen und er hat ihr dann ein Angebot gemacht. Und zwar hat er gesagt, schau mal, ich bin bereit, ja, dass du freigekauft wirst. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch Gefangene gewesen, du wirst freigekauft. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr die Ehe angeboten und sie hat zuvor sogar den Islam angenommen. Also sie wurde freigelassen, sie hat den Islam angenommen und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr angeboten, sie zu heiraten, woraufhin sie die Ehe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen hat und somit zu einer Mutter der Gläubigen wurde. Und als sie dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen gewesen war, hat sie ihm ein Geheimnis verraten. Was war dieses Geheimnis gewesen? Und zwar sagte sie, während ich noch verheiratet gewesen war, ich war frisch verheiratet gewesen, habe ich einen Traum gesehen. Und in diesem Traum habe ich den Mond gesehen, wie er vom Himmel gefallen ist, direkt in meinen Schoß. Und ich konnte diesen Traum nicht deuten, ich wusste auch nicht, was damit gemeint ist. Und ich kannte dich auch gar nicht, o Gesandter Allahs. Aber als ich von diesem Traum meinem Ehemann erzählt habe, hat er mir eine Ohrfeige gegeben und er meinte, denkst du etwa an den König, ja, von Medina, also er meinte damit den Propheten, sie konnte damit gar nichts anfangen, aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte diesen Traum wahrmachen, ja, und sie wurde die Ehefrau des Propheten, sie wurde eine aufrichtige Muslimin, die Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über alles geliebt. Das muss man sich ja vorstellen, subhanallah, sie ist die Tochter eines der Anführer. Ja, sie gehört zu einem Volk, ja, was in Feindschaft stand gegenüber den Muslimen, aber sie hat direkt den Islam angenommen und ist zu einer aufrichtigen, wahrhaftigen Muslimin geworden, weil sie gesehen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einfach ein König war oder irgendjemand, sondern er war wirklich Gesandter Allahs gewesen. Eine Frau von den Anführern, die ebenfalls gefallen sind in dieser Schlacht, sie wollte genau das herausbekommen. Ist er ein Prophet oder ist er ein König? Nach der Schlacht von Khaybar hat eine der Frauen ein Essen vorbereitet für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat sie eine Ziege schlachten lassen. Und sie hat gefragt, welches Teil der Ziege liebt der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten? Was liebte er am meisten? Die Schulter. Und was tat sie? Sie hat die gesamte Ziege vergiftet und insbesondere die Schulter am meisten. Und dann hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch einige der Sahaba eingeladen und sie haben angefangen zu essen. Einer der Sahaba hat schon etwas früher und etwas schneller gegessen, er hieß Bishr ibn al-Bara ibn al-Marur. Und er wurde so vergiftet, dass er gestorben ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fing an zu essen und dann sagte er plötzlich, hört auf zu essen! Für Bishr war es zu spät gewesen, für die anderen nicht. Und er sagte, die Ziege hat mir gesagt, dass sie vergiftet ist und ich sie nicht essen solle. Und dann ließ sie diese Frau rufen. Und er fragte sie, hast du diese Ziege vergiftet? Sie meinte, ja, als Rache für das, was du meinem Volk angetan hast. Und ich wollte prüfen, ob du ein Prophet bist oder nicht. Weil solltest du ein Prophet sein, dann weiß ich, dass Allah dir etwas darüber berichten wird und dich davor bewahren wird. Und solltest du nur ein normaler König sein, dann wirst du sterben. Und dann ist meine Rache sozusagen wahr geworden, umgesetzt worden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat der Frau nichts getan. Er hat sie gehen lassen. Erst als Bishr einige Tage später gestorben ist, hat er dann aufgrund dessen, weil er gestorben ist, dann Qisas ausgeführt, diese Wiedervergeltung, und sie wurde hingerichtet dafür, dass sie jemanden vergiftet hat und durch dieses Gift dann jemand gestorben ist. Und es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, ob sie dann sozusagen freigelassen wurde oder nicht. Aber wie gesagt, Ibn al-Qayyim hat es versucht, diese verschiedenen Überlieferungen dann zusammenzubringen, hat aufgezeigt, dass er sie erst einmal freigelassen hat. Also er hat sich nicht an ihr gerecht, was ihn persönlich betrifft, sein persönliches Recht. Erst als jemand gestorben ist, wurde sie dann dafür bestraft und wurde dann dafür hingerichtet. Das war die Schlacht von Khaybar gewesen. Und von den Juden wurden, hier habe ich nochmal die Zahl, 93 Menschen sind sozusagen umgekommen in dieser Schlacht und von den Muslimen ca. 18 bis 19 Menschen sind umgekommen in
dieser Schlacht. Die Muslime, sie haben eine gewaltige Beute gehabt in dieser Schlacht, eine sehr, sehr gewaltige Beute. Und Umar ibn Khattab, er sagt sogar, wir haben vorher nie so viel zu essen gehabt, dass wir wirklich satt geworden sind. Erst nach der Schlacht von Khaybar sind wir zum ersten Mal wirklich satt geworden. Erst nach der Schlacht von Khaybar. An dem Tag, wo die Muslime zum Sieg geführt wurden, gab es noch eine weitere Überraschung für unseren Propheten. Und er wusste nicht, ob er sich über diese Sache mehr freuen soll oder über die Eroberung von Khaybar. Wisst ihr, was geschehen ist an diesem Tag? Ja'far ibn Abi Talib kam von wo? Aus Abessinien. Oh, die haben wir schon ganz vergessen, diese Leute, die in Abessinien waren. Wann sind die nochmal nach Abessinien gereist? Wann war das gewesen? Im Jahr 5, nach der Birth, nachdem, also in Mekka noch. Jetzt ungefähr wie viele Jahre später, wenn man sagen, im Jahre 5 nach der Dings, das heißt 8 Jahre noch in Mekka plus 7 Jahre, das heißt fast 15 Jahre später, kommt jetzt Ja'far ibn Abi Talib mit den restlichen Muslimen aus Abessinien und sie gehen direkt nach Khaybar. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er freut sich, wer war denn Ja'far gewesen? Ja'far ist sein Cousin gewesen, der Bruder von Ali ibn Abi Talib. Und er hat sich übermäßig gefreut über Ja'far und dass er angekommen ist. Und er hat ihn umarmt. Und er sagte, ich weiß nicht, ob ich mich mehr über die Eroberung von Khaybar oder mehr über eure Ankunft freuen soll. Und hier gibt es noch eine schöne Begebenheit. Und zwar, nachdem die Leute aus Abessinien gekommen sind, ging Umar ibn Khattab seine Tochter Hafsa. Hafsa war gerade mit wem zusammen gewesen? Mit einer Frau, die ebenfalls in Abessinien gewesen war, nämlich Asma bint Umays. Und dann wollte Umar ibn Khattab sie ein bisschen ärgern. Und er hat zu ihr gesagt, ja, guck mal, ja, wir standen die ganze Zeit an der Seite des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mussten kämpfen, haben all dies getan und ihr konntet schön in Abessinien bleiben. Und dann wurde sie so sauer, meinte, wie kannst du so etwas sagen? Ihr wart hier mit dem Propheten an seiner Seite, ihr konntet ihn fragen, wenn ihr Fragen hattet. Er hat euch Trost gegeben und wir waren auf uns allein gestellt und haben das ausschließlich für Allah getan. Bei Allah. Ich werde nicht ruhen, bis ich zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehe und ihn darüber in Kenntnis setze, was du gesagt hast. Und dann ging sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erzählte ihm davon, woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, sagt ihm, alle Leute hatten nur eine Hijra gehabt. Nur eine Auswanderung. Aber ihr hattet zwei Auswanderungen. Und dementsprechend eure Stellung ist sehr, sehr hoch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Asma war über sich von Freude und ging zu den anderen Leuten, die aus Abessinien gekommen sind und hat ihnen davon erzählt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass sie eine besondere Stellung bei Allah haben, weil sie zwei Hijra hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese auch in einer besonderen Weise belohnt. Und zwar, obwohl sie an der Schlacht von Khaybar nicht teilgenommen hatten, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen ebenfalls etwas von der Beute abgegeben, weil sie ja verhindert gewesen waren und nicht von sich aus zurückgeblieben sind. Das ist die Schlacht von Khaybar gewesen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan.